Unser Musical ist ja auch schon da. Und unsere Reihe, die wir jetzt an Weihnachten haben werden, die heißt einfach nur Geliebt. All das, was wir so an Weihnachten erfahren dürfen, hat irgendwie damit zu tun, dass Jesus uns ganz doll liebt. Sonst wäre das nämlich alles mit Weihnachten nicht passiert. So, wir wollen uns jetzt mal so ein kleines Schauspiel angucken, weil es manchmal nicht so ganz so scheint, als wären wir so geliebt. Manchmal sieht alles irgendwie ein bisschen unfair. Mal sehen, was passiert. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, ne? Und wieder die anderen in der Klasse, die kriegen
Ich habe hier vorne geguckt. So. Die Weihnachtsgeschichte fängt eigentlich immer an in der Bibel mit dem Zacharias und der Elisabeth. Und Zacharias und Elisabeth, die haben sich, glaube ich, auch ganz schön unfair und ungerecht behandelt. Die waren nämlich total treue Gottesnachfolger. Die waren immer da. Die haben immer mit, steht in der Bibel, ganz treue Gottesleute. Aber, wer weiß, was die für ein Problem hatten? Emilia? Die hatten keine Kinder. Und die haben bestimmt manchmal gesagt, Mann Gott, das ist ungerecht. Das ist unfair. Wir beten schon so viele Jahre jetzt für Kinder und kriegen keine. Das ist einfach unfair. Jetzt wollen wir uns mal angucken, was passiert. Heute gehen wir in den Tempel. Ich freue mich schon. Ja, wir sind so treu. Was machen wir denn nur falsch? Wir bekommen einfach kein Kind. Was sollen wir denn machen, wenn wir alt sind? Dann hilft uns ja niemand. Das ist richtig. So, Abraham hat so viele Kinder gehabt und alle, aber wir, das machen wir falsch. Ich geh jetzt in den Tempel. Du kannst nicht stehen bleiben und warten. Ja. Zacharias, wer bist du? Wie kommst du hier rein? Ich bin ein Engel des Herrn und ich soll euch ausrichten, dass Gott dein Problem und das Problem von deiner Frau kennt und er sich um euch Sorgen macht. Er möchte euch ein Kind schenken. Das geht nicht, wir sind beide schon viel zu alt. Das hätte Gott früher machen müssen. Gott schenkt euch ein Kind. Ihr sollt es Johannes nennen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast und weil du Gott nicht geglaubt hast, wirst du schweigen, bis das Kind geboren ist. Zacharias, warst erfolgreich. Wieso, was ist denn? Kannst du nicht sprechen? Zacharias! Kind soll Johannes heißen. Du kannst ihn nicht sprechen, oder? Ich kann ihn nicht sprechen. Ich kann ihn nicht sprechen, Nora. Lass uns feiern. Kinder hatten. Früher hat man so in einem Haus gewohnt, die Oma hat da gewohnt, die
Erwachsenen die Kinder, und wenn die Oma nicht mehr so kommt und der Opa, haben sich die Kinder um sie gekümmert. Und wenn sie aber keine Nachkommen hatten, also nie Oma wurden, weil sie nie Eltern waren, hatten sie im Alter keinen, der sich um sie kümmert. Gab es keine Versicherung oder sonst was, wo man sagt, ist ja alles halb so schlimm. Also hatten die es schon richtig hart, die zwei. Und dann stellt euch vor, die haben jeden Tag gebetet. Die haben bestimmt 150.000 Gebete gesprochen. Herr, schenk uns ein Kind. Aber sie haben kein Kind bekommen. Und dann im Herzen fing es vielleicht auch schon so ein bisschen an, warum? Ne, man stellt immer dann ganz schnell die Frage, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum ist der andere viel besser als ich? Alle zwei Minuten noch. Warum schreibt er immer so gute Noten? Warum ist die denn viel schöner als ich? Warum hat die diese tollen langen Haare und ich nicht? Und wichtig ist, dass wir einfach mal fragen, nicht nur warum, sondern Jesus, wie siehst du das? Und vielleicht ist es genau in Jesus Plan, dass du nicht immer nur Einsen schreibst. Vielleicht denkt Jesus, ich weiß nicht, ich will jetzt keinen sagen, weil dann heißt es nachher, ich denke von euch, du schreibst nicht mal Einsen. Die sowieso, die ist vielleicht in der Schule nicht das absolute Ass, aber die hat so eine Gabe, mit Kindern umzugehen. Und die will ich gar nicht, dass die mal Medizin oder sowas studiert, sondern für die habe ich den Plan, dass sie mal in einem Kindergarten oder in einem Kinderheim arbeitet und sich um meine Kinder kümmert, weil die ist so liebevoll, die hat so viele Begabung, ist so kreativ. Und wenn aber jetzt das Kind XY immer Einsen schreiben würde, dann sagen, schreibe ich mal Einsen, jetzt werde ich Doktor, jetzt studiere ich Mathematik oder sowas. Und dann wäre das gar nicht Gottes Plan, damit Gott denken, hey, verloren, dir habe ich doch extra die Gabe gegeben, dass du so lieb bist und so toll mit Kindern kannst. Oder vielleicht denken die Mädchen, die anderen, die sind viel hübscher und deshalb kriegen die immer so tolle Freunde. Aber jetzt überlegt mal, welches Schönheitsideal gehen wir da manchmal nach? So, wenn man so die Zeitung aufschlägt, ich weiß nicht, welche Zeitung ihr so liest, oder wenn man das Fernsehen anmacht, die haben alle so ein besonderes Aussehen, alle besondere Größe, die Mädels, alle schmaler als ich, alle vielleicht schönere Haare als ich. Aber wenn man da mal in der Welt guckt, die Jungs, die auch nur auf die ganz Tollen fliegen, die wirklich unglaublich schön sind, wie sie im Fernsehen schön sind, ob das jetzt schön ist oder nicht, aber die diesem Modell entsprechend, dann sind auch die Jungs, die meistens dann als erstes wieder gehen, wenn da auch jemand noch schöner kommt, in Anführungszeichen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also Gott sagt dir vielleicht, ich habe dich genau so gemacht und mir gefällst du super gut, du bist genau in meinem Plan und der Freund und der Mann, der dich später mal findet, den ich für dich ausgesucht habe, der findet dich perfekt so. Der will gar keine andere. Der will keine blond gelockte oder schwarzhaarige, rassische oder wie auch immer. Wobei ich mal nicht kann es. Der will genau dich. Und so müssen wir lernen, mit Gottes Augen die Situation zu sehen. An Zacharias und Elisabeth wissen wir, Gott hat den Plan. Auch wenn die Ewigkeiten denken mussten, er hat gar keinen Plan. Weil nach unserem gesellschaftlichen Ding ist, man kriegt Kinder, man hat dann Enkelkinder, man wird nicht uralt ohne Kinder. Aber Gott wusste genau, irgendwann wird Paulus Johannes, das war nämlich der Bote, der Vorgänger von Jesus, der den Weg freigemacht hat für Jesus, den brauche ich mal und der soll genau Zacharias und Elisabeth als Eltern haben. Und so ist es wichtig, dass wir nicht hingucken auf die Sachen, die doof laufen. Es gibt viele Sachen, bei mir im Leben, bei euch im Leben. Warum muss der krank werden? Warum streiten meine Eltern immer? Warum habe ich nicht die Einsen immer nur auf dem Zeugnis? Warum muss ich viel lernen, der andere nicht? Aber wichtig ist, egal, wir dürfen die Fragen auf Jesus stellen, aber wir dürfen das Vertrauen nie verlieren, dass Jesus einen super Plan mit uns hat, dass der nicht immer so ganz gerade ist, wie wir es uns wünschen. Manchmal müssen wir auch ein paar Kurven laufen, da lernt man dann ganz viel dabei. Aber wichtig ist, Gott hat unser Leben im Blick. Er hat nicht gesagt, heute gucke ich mal mir nur alle anderen an, dich gucke ich nicht an, sondern er hat dein Leben im Blick. Er weiß, was schwierig ist bei dir, aber er weiß auch, wie er das alles zum richtig großen Sieg führt. Weil unser Sieg ist, dass wir irgendwann bei ihm in der Ewigkeit sind. Bei vielen, wo das Leben vielleicht ganz glatt läuft, Jesus nicht, dann haben sie schon verloren. Na? Da brauchen wir mehr Vertrauen, aber weil es gerade in schwierigen Situationen nicht immer so leicht ist, wollen wir Jesus
bitten wir uns Hilfe, dass wir dieses Vertrauen nie verlieren. Lieber Jesus, danke, dass du mich ganz doll lieb hast. Danke, dass du mich ganz doll lieb hast. Dass du immer weißt, was mit mir passiert. Dass du immer weißt, was mit mir passiert. Dass du auch immer weißt, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Oder traurig über Situationen bin. Oder traurig über Situationen bin. Aber du hast einen guten Plan. Aber du hast einen guten Plan. Du hast mein Leben in deiner Hand.